Hi Leute, von mir ein kurzes Statement zum Thema Webhosting und warum Malte und ich jetzt in letzter Zeit sowas wie All-Inkle oder Raidboxes empfehlen anstatt SiteGround, wo wir doch SiteGround-Hosting in all unseren großen Videos und auch in unseren Online-Kursen empfehlen. Was steckt dahinter? Ich kann mir vorstellen, einige von euch sind eventuell ein bisschen verwirrt und Leute, die jetzt noch auf der Suche nach einem Webhoster sind und unsere Videos gesehen haben, denken sich, okay, was ist jetzt mit SiteGround? Ist das plötzlich total daneben oder sowas? Grundsätzlich nein, ist es eigentlich nicht. Es hat eigentlich mehrere Gründe, dass wir uns jetzt hier ein bisschen umentschieden haben. Der eine ist, dass wir schon innerhalb des letzten Dreivierteljahres auf der Suche nach einer Alternative für SiteGround waren, weil wir wussten, dass viele von euch, dass SiteGround nicht unbedingt für viele von euch die perfekte Lösung ist. Das liegt zum einen daran, dass ja das komplette Backend bei SiteGround auf Englisch ist. Und selbst wenn man sehr, sehr gut in Englisch ist, tut man sich da teilweise schwer, Sachen zu finden. Und genau, also es wäre auf jeden Fall toll gewesen, oder es wäre, wir waren auf der Suche, einen Hoster zu finden, bei dem man das Backend entweder komplett auf Deutsch umstellen kann oder wo es schon komplett auf Deutsch ist. Der nächste Grund ist eigentlich auch, dass es bei SiteGround wenig flexibel mit den Zahlungsmethoden war. Man konnte nur mit Kreditkarte zahlen und man konnte auch nur ein ganzes Jahr lang im Voraus bezahlen. Ja, also das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ich meine, grundsätzlich ist eine Entscheidung für SiteGround für Hosting langfristig. Also das heißt, natürlich würde man, wenn man zufrieden ist, mehrere Jahre bleiben. Es ist aber nicht sehr flexibel, vor allem wenn man es erstmal eine Weile ausprobieren möchte und das länger als 30 Tage. Zusätzlich kam jetzt in letzter Zeit leider noch ein weiteres Problem, und zwar, dass die Geschwindigkeit offensichtlich nachgelassen hat. Ich habe das gemerkt, ich habe all meine eigenen Projekte, Jonas Schindler, Telisches, wir haben die Berater und Malte hat seine ganzen Videos, Websites bisher bei SiteGround gehabt. Und wir haben überall ein bisschen gemerkt, dass es ein bisschen langsamer geworden ist. Vielleicht lag es natürlich auch an uns, dass wir jetzt mit der Zeit immer sensibler geworden sind für die Geschwindigkeit, weil wir jetzt auch nochmal überall gehört haben oder erneut uns natürlich nochmal klargemacht haben, dass Speed, also Website-Geschwindigkeit, ein absolut wichtiger Ranking-Faktor ist. Und je größer der Traffic ist und je mehr du vielleicht auch, je mehr dein Business von einer Website abhängt, das ist ja in unserem Fall immer mehr der Fall, desto wichtiger ist es, dass die Website-Ladegeschwindigkeit einfach tipptopp ist. Ja, und das haben wir bei SiteGround in letzter Zeit leider nicht mehr gefunden. Wir haben beide die größten Pakete bei SiteGround gehabt. Und deswegen haben wir uns umgeschaut und ich bin auf den Hoster All-Inkle gestoßen. Ich weiß, es ist bei vielen von euch ein absoluter Community-Liebling. Ja, also für viele von euch ist das gar nichts Neues. All-Inkle ist ein geiler Hoster, ist ein deutscher Hoster. Ohne jetzt hier wirklich zu viel Werbung zu machen, ich habe den einfach mal getestet, indem ich Telisches umgezogen habe. Besonders als E-Commerce-Website ist mir da Website-Geschwindigkeit unglaublich wichtig. Ja, wenn da die Website auch nur eine Sekunde zu langsam ist, dann verschwinden locker ein Viertel der Besucher von der Website und schließen einen Kauf gar nicht erst ab, einfach nur aufgrund der Website-Geschwindigkeit. Also ich habe es getestet, ich habe komplett WordPress umgezogen, habe die Datenpack exportiert und habe auch die ganzen Daten hochgeladen. Übrigens hat problemlos geklappt, ich mache demnächst ein Video drüber, falls ihr auch Interesse daran habt, das genauso zu machen. Und siehe da, die Website-Geschwindigkeit hat sich halbiert. Von teilweise 5 Sekunden bin ich jetzt bei zwischen 1,5 oder 1,3 und 2,7 allerhöchsten Sekunden. Also in jedem Fall unter 3 Sekunden, auch für schwere, große Seiten mit vielen Produkten drauf und so weiter und vielen Daten drin. Die laden extrem schnell. Und da war ich sehr, sehr begeistert und habe sofort eigentlich auch die Domain umgezogen. Und ich bin jetzt gerade eigentlich heute dabei, auch jonaschindler.de umzuziehen. Für alle weiteren technischen Details eigentlich den Hintergrund zu all diesen, zu den Hosting-Optionen, warum jetzt All-Inkle irgendwie schneller ist und was es eigentlich damit auf sich hat, was eigentlich die Geschwindigkeit von so einem Hoster ausmacht, da hat Malte ein sehr, sehr gutes Video drüber gemacht, wo er sagt, warum wir umgezogen sind oder dass wir umziehen. Solltest du gerade bei SiteGround ein neues Hosting-Paket abgeschlossen haben oder wenn du gerade dein existierendes Paket verlängert hast, dann kann ich dich jetzt allerdings beruhigen, denn ich könnte mir vorstellen, dass du dir jetzt wahrscheinlich nach Angucken dieses Videos noch mehr Sorgen machst als vorher oder noch mehr Fragen stellst. SiteGround ist ein wirklich guter Hoster. Ich, als auch Malte, wir beide haben unsere persönlichen Webseiten, die Berater, Telisches, jonaschindler.de, CMS-Videos und viele, viele andere Webseiten, haben wir jahrelang bei SiteGround gehostet. Wir haben immer das größte Shared-Hosting-Paket gehabt. Und wir haben immer oder fast immer wirklich gute Erfahrungen gemacht. Der Hosting, der Support ist super,
Die Geschwindigkeit war auch in Ordnung. Die ganzen anderen Attribute wie Speicherplatz und das Backend und so weiter, das war auch alles in Ordnung. Es geht eigentlich nur darum, ob du damit leben kannst, dass das Backend komplett auf Englisch ist und ob es dir nichts ausmacht, mit Kreditkarte zu zahlen. Ja, also, und wenn du gerade jetzt kurz davor bist, dir ein neues Hosting-Paket abzuschließen, wenn du eine neue Website bauen möchtest, dann guck dir am besten beide Hoster mal an. Oder vielmehr guck dir SiteGrind an, guck dir All-Inkle an, guck dir Rateboxes an. Und schau dir nochmal unsere anderen Videos darüber an, wo wir zu den einzelnen Hostern ein paar Sachen erzählen, beziehungsweise wo wir das Backend zeigen, wo wir zeigen, wie man eine Domain anlegt, wie man WordPress installiert und so weiter. Und dann ist es eigentlich wirklich eine persönliche Entscheidung, was man da irgendwie besser findet, was man von der Preisstruktur natürlich am besten findet. Ja, also genau, in diesem Video wollte ich eigentlich nur sagen, dass wir jetzt persönlich auf andere Sachen als SiteGrunts schwören. Und ja, jeder, der Interesse hat, der kann auf jeden Fall mit uns mitkommen sozusagen. Denn in Zukunft wird es da von uns auf jeden Fall mehr Input geben. Immer wenn wir neue coole Sachen über die Hoster rausfinden, dann gibt es von uns neue Videos oder Blogbeiträge und da können wir euch auf jeden Fall auch dann unmittelbar Fragen beantworten, wenn ihr da zu dem Hoster selbst, bei dem Hoster selbst Schwierigkeiten habt, beziehungsweise fragen wollt. Wie irgendwas funktioniert, wie man bestimmte Sachen einrichtet oder sowas. Genau. Also, wenn ihr jetzt aber direkt zu diesem Thema Fragen habt, dann könnt ihr in die Kommentare schreiben oder ihr könnt entweder Malte oder mir persönlich E-Mail schreiben. Aber nur, wenn es wirklich wichtig ist. Ansonsten lege ich euch ans Herz, wenn ihr das nicht schon gemacht habt, in die Berater-Fragen- und Antworten-Gruppe bei Facebook beizutreten. Neuerdings habe ich den Link dazu auch direkt in all den no Beschreibungen von meinen neuen Videos. Wenn ihr da, genau, den Facebook-Gruppen könnt ihr einfach beitreten und einer von unserem Team wird euch dann bestätigen und dann habt ihr Zugriff auf erstens sehr, sehr coole Beiträge von anderen lustigen, coolen Leuten diese Leute werden euch auch dabei helfen, wenn ihr Produkte postet, wenn ihr Probleme habt und diese postet und ja, wenn ihr selber Experte seid und anderen Leuten helfen möchtet, dann könnt ihr das da genauso gut tun. Also, macht's gut, Leute, bis demnächst.